Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Forex-Sektion der Formationstrader am Donnerstag, den 25. April 2013. Und damit ich gar nicht erst unnötigere Zeit in Anspruch nehme, ich habe heute für Sie kein Swing-Setup. Nichts, was man als Swing-Trader über 2, 3, 4 Tage spielen kann, weil der Markt gerade nicht trendstark ist. Die Dinger, die schwach waren, die fangen gerade an stark zu werden und die Dinger, die stark waren, die schaffen es nicht durchzulaufen. Ansonsten haben wir gerade so ein bisschen Seitwärtsrange. So wie man es zum Beispiel besonders gut bei Euro-Dollar sehen kann. Was soll ich Ihnen hier analysieren? Am besten gar nichts, weil man auch nicht sagen kann, was als nächstes passieren wird. Eher wahrscheinlich mit dem, was man hier gemacht hat, als eine Bewegung nach unten durchgeführt werden sollte, aber das ist jetzt meine Meinung. Was wollen Sie mit meiner Meinung? Das, was Sie in der technischen Analyse wollen, ist eine Objektivierung der Meinung durch Fakten, die man aus dem Chart ablesen kann. Ich kann Ihnen nur sagen, hoch, tief, tieferes Hoch. So, jetzt Dreieck, Wimpel, bärisch, nicht bärisch, oben durch. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das Momentum bewegt sich hier um die Nullermarke. Wir haben eine Verkaufsformation. Die Bullen versuchen heute bullisch zu werden, werden aber wieder abverkauft, schließen wieder zwischen der 20- und der 50-Tage-Linie. Ich kann Ihnen im Moment nicht sagen, was der Markt eher machen möchte. Tendenziell, aus meiner Sicht, ist das hier wahrscheinlicher. Aber ich werde das ganz sicher nicht traden. Euro-Dollar ist gerade überhaupt nicht interessant, was hier passiert. Es sei denn, was natürlich sein kann, ist, dass irgendetwas hier aus dem Chart abzulesen ist und ich kann es nicht sehen. Das, was man sehen kann, ist, erinnert sich an diese trendbegrenzende Linie vielleicht noch, bullisch aufgelöst worden, zurückgekommen, Unterstützung gefunden mit der trendbegrenzenden Linie, haben wir das jetzt bullisch aufgelöst, an die 1,31 gelaufen, sofort abverkauft worden. Okay, unterhalb könnte man sagen, also unterhalb der 1,29, jetzt hier hätten wir bärisches Potenzial, da ist aber noch die 200-Tage-Linie. Darüber 1,31,50 großer Widerstand, 1,32 großer Widerstand, 32,50 großer Widerstand. Und das ist nicht nur, weil es runde Marken sind, sondern ich kann Ihnen auch technisch alle zeigen. Nicht einfach zu traden. Euro, Dollar im Moment einfach beiseite treten. Wir hatten heute in unserer Triggerliste ein Daytrade durchgeführt. Und ich hatte Ihnen gesagt, aus Zeitgründen kann ich Ihnen dann nicht jeden Trade dann nochmal erklären, was machen wir da eigentlich, warum machen wir das. Aber was ich auf jeden Fall gerne machen möchte, ist, dass ich Ihnen das zumindest anschließend nochmal erkläre, wie wir denn zu diesem Trade gekommen sind. Australische Dollar, US-Dollar war in einer bärischen Kaltformation, wurde bärisch aufgelöst. Und nachdem der Markt versucht hat, hier nochmal drüber zu gehen, es ihm aber nicht gelungen ist, haben wir dann ein Short gespielt und haben versucht, immer wieder tiefere Tiefs zu spielen. Und diese tieferen Tiefs haben wir auch gehabt. Hier waren wir dann kurz vor Börsenschluss, das war gegen 21.30 Uhr. Und man muss sagen, diese Zone um die 1.0285 war auch über die Stunde hier horizontal. Das ist die 1.029. Und dazu noch die aufsteigende Trendlinie, potenzielle Unterstützung. Und wenn Sie etwas über den 15-Minuten-Chart spielen, dann ist das nicht, dass Sie sagen, ja Mensch, aber guck mal zum Beispiel der Tageschart. Ich zeige Ihnen das nochmal ganz schnell. Der Tageschart sieht ja auch total bärisch aus. Ist ja super. Den lasse ich jetzt einfach mal liegen. Das ist so ein klassischer Fehler, den dann die Trader machen, anstatt diese sicheren 28 Pips mitzunehmen und zu sagen, ja wunderbar, ich habe jetzt 28 Pips gemacht in anderthalb Stunden, dann ist es so, dass man dann zu viel will, weil dann hier der Markt abverkauft worden ist und weil die K- und D-Linie umeinander geschlungen sind. Wir haben jetzt einfach diesen Gewinn realisiert. Das ist jetzt kein riesiger Gewinn, das ist ein Daytrade. Und ich wollte Ihnen noch einmal zeigen, wie wir dann dazu gekommen sind, das zu spielen. Und wir haben dann im Bereich der 1.0285 haben wir dann auch angefangen, unser Stop-Loss sehr eng zu setzen und sind dann aus diesem Trade rausgeflogen. Gestern hatte ich Ihnen gezeigt, Euro, kanadische Dollar, nochmal was aus edukativer Sicht. Da hatte ich Ihnen gesagt, dieser Bullcall, wenn man den bullish traden will, ist das Problem, dass da immer noch der Trend nach unten zeigt. Und deswegen sollte man vorsichtig sein, wenn man das traden möchte, zumal hier im Bereich der 1,34 sehr viel Widerstand kommt. So, was passiert? Der Markt geht durch und wird sofort abverkauft. Habe ich ganz ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Aber ich wollte nicht in den Widerstand hinein, in die 200-Stunden-Linie, in die 1,34, in diese Trendlinie hinein traden, sondern eigentlich hätte ich erwartet, dass der Markt hier zurückkommt, aufdotzt und dann anfängt, das höhere hoch zu traden. Da kann man sagen, ah, guck mal, die Unterstützung hält und da kann man vielleicht etwas auf der bullischen Seite spielen. Nee, der Markt wird einfach nur abverkauft. Und deswegen, ich weiß, viele von Ihnen sind besonders heiß auf K-
Keilformation, weil die sehr dynamisch verlaufen können. Sie müssen sich aber auch bitte nochmal aus edukativer Sicht klar machen, Freunde, ihr tradet hier eine Trendumkehr und so eine Trendumkehr ist eben tricky und ist eben auch gefährlich und deswegen muss man ganz vorsichtig sein, welche Trendumkehrformationen man tradet und welche man nicht tradet. Dass der Markt jetzt hier auch noch durch diese trendunterstützende Linie nach unten abverkauft wird, war nicht zu erwarten, passiert aber. Jetzt geht der Markt hier durch und deswegen ist das jetzt auch überhaupt kein Setup mehr, was für uns interessant ist, zumal jetzt diese horizontale Marke, über die wir gestern miteinander gesprochen haben, bärisch aufgegeben worden ist. Wir haben eine klare Verkaufsformation nach wie vor und wir sind mittlerweile auch unterhalb der 50-Tage-Linie. Sehr häufig in unseren Videos sagen wir, warten, nichts machen. Passt gerade nicht, ist gefährlich. Und dann ist es so, dass der Chart trotzdem durchläuft. Und ich glaube, viele von Ihnen denken sich so, oh Mann, ey, warum haben Sie denn das schon wieder nicht getradet? Warum haben Sie denn das nicht schon wieder getradet? Aber in so vielen Fällen, das kriegen Sie einfach gar nicht mehr mit, hat dann der Markt doch nicht die dynamische Bewegung gemacht, hat dann doch nicht das gemacht, was möglich gewesen ist, weil es eben vom Chancen-Risiko-Verhältnis nicht gepasst hat. Und zu warten und dem Markt noch ein bisschen Platz zu geben und Zeit zu geben, ist wirklich eine Tugend und ist nicht so, dass man dann irgendwie besonders ängstlich ist, sondern es fördert eigentlich die Trefferquote, wenn man warten kann. Genauso, wenn ich Ihnen über den Stundenchart nochmal Australdollar gegenüber dem japanischen Yen zeige. Ja, ist immer noch eine bärische Flaggenformation. Und wenn diese aufsteigende Trendlinie bärisch aufgegeben werden sollte und wir dann auch noch unterhalb der 100-Stunden-Linie sind, haben wir weiteres bärisches Potenzial im Bereich der 1,0170. Wenn Sie mich fragen, Sie haben zwar dann eine deutlich geringere Chance, wenn Sie warten, dass wir hier unter die 1,00, also 170 durchgegangen sind, also wenn Sie sich nochmal 100 Pips geben, weil der Markt immer wieder hier und hier und hier Unterstützung gefunden hat und das ist nicht nur diese Trendlinie, sondern das ist, was wir auch immer wieder miteinander besprochen, die 20-Tage-Linie. Wenn Sie also warten, dass dieser Schatten weggenommen worden ist im Bereich der 176, dann sind wir mit Sicherheit so weit genug weg von der 20-Tage-Linie, dass der Markt jetzt nicht sofort wieder zurückrutschen möchte. Und dann haben Sie natürlich nicht mehr ganz so viel Potenzial, dann haben Sie nur noch 70 Pips Potenzial, aber dann haben Sie auch eine größere Wahrscheinlichkeit, dass wir an die runde Marke $100 und horizontale Marke $100 ranlaufen könnten. Und deswegen in meinem Dafürhalten über den Stundenchart wirklich diesen Schatten abwarten, ansonsten machen Sie einen sehr gefährlichen Trade. Kann durchrutschen, weil man sagt, Mensch, guck mal, so häufig getestet, aber kann auch sein, dass er es nochmal testet und dann nochmal einen richtig großen Bounce macht, bevor er dann durch die 20-Tage-Linie durchrutscht. Wenn man sich britischen Pfund, US-Dollar anschaut, britischer Pfund heute, Bruttoinlandsproduktzahlen waren um 0,2% besser als erwartet, der Markt schießt zackatumhaft und kometenhaft nach oben, holt unser Stop-Loss, geht durch diese Widerstandszone. Wir hatten ja hier ein Widerstandscluster gesehen gehabt, was wir getradet haben. Geht da durch. Wir haben miese gemacht, 70 Pips. Nicht erfreulich, kann man nicht ändern. Wir bleiben nach wie vor innerhalb einer bärischen Flaggenformation. Wir warten jetzt ab. Wir versuchen jetzt nicht wieder antizyklisch irgendwas zu machen, sondern wir beobachten das und wollen sehen, ob der britische Pfund wirklich hier weitere Stärke entwickeln möchte oder nicht. Ansonsten, wenn er hier durch diese Trendlinie durch ist, sind wir sehr gerne wieder dabei, wenn es auf der bärischen Seite etwas zu holen geben sollte. Haben Sie besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie mögen. Es gibt noch eine Ausgabe zu den Rohstoffen. Morgen ist Silvio für Sie da mit einer Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Und selbstverständlich haben wir am Wochenende wieder eine Forex-Ausgabe für Sie. Vielen Dank. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.